Und darüber möchten wir sprechen. Zugeschaltet ist uns nun Sandra Navidi, US-Kennerin und Finanzmarktexpertin. Frau Navidi, warum hat Präsident Xi zu diesem Treffen geladen? Was ist dabei sein Ziel? Sein Ziel ist, ausländische Direktinvestitionen wieder anzukurbeln, weil die haben in den letzten Monaten stark nachgelassen. Insgesamt ist die chinesische Wirtschaft unter Druck. Zwar ist das Wachstum im Januar und Februar besser ausgefallen als erwartet, aber die Zahlen sind jetzt auch durch das chinesische Neujahr dann etwas verfälscht. Aber er möchte eben diese Unternehmen, amerikanische und ausländische Unternehmen, nach China zurückbringen. Und es gibt auch einen Plan, beziehungsweise, dass sie dort bleiben und ihr Geschäft vergrößern. Mhm. Es gibt einen Plan, den die Regierung erlassen hat, wo man eine Gleichberechtigung mit diesen Firmen anstrebt. So jedenfalls die Absicht. Aber dennoch hat Peking ja auch immer wieder gesagt, man will ja technologisch auf jeden Fall unabhängig sein vom Ausland. Also gibt es durchaus Chancen, gerade für die großen amerikanischen Tech-Konzerne auf dem chinesischen Markt? Ja, bis China unabhängig werden wird, das wird noch einige Jahre dauern. Und man muss sich bei den gesetzlichen Beschränkungen immer genau anschauen, was die Regelungen sind. Sind das nur Hochleistungschips? Sind das nur Chips für militärische Verwendungszwecke? Also im Grunde genommen ist man noch aufeinander angewiesen, auch wenn die Spannungen zunehmen. Die USA haben elektrische Autos aus China auf eine oder prüfen, ob sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und in China dürfen Angestellte im Staatsdienst keine Apple-Phones und Tesla-Autos fahren. Also die Spannung nimmt zu, aber Xi hat eben auch gesagt, wir können uns ja über Details streiten, aber im Großen und Ganzen sollten wir Schulter an Schulter stehen. Das sind natürlich auch noch mal andere Motive wahrscheinlich dabei, denn China hat aktuell ja enorme Überkapazitäten, gerade während der Corona-Pandemie überproduziert und will die jetzt zu Dumpingpreisen auf den Weltmärkten verkaufen. Warum ist das eine Gefahr für die USA, aber auch für uns in Europa? Ja, das ist natürlich, wenn Sie den Markt überschwemmen mit Billigware, dann ist es von den Konkurrenzgesichtspunkten her negativ. Aber man muss sehen, dass auf der anderen Seite vieles, was Europa und die USA China vorwerfen, machen sie im Grunde genommen auch. Zum Beispiel die Subventionierung von Unternehmen, jetzt ganz stark hier in den USA. Also von daher, man muss sich arrangieren. Die Binnennachfrage hat in China stark nachgelassen, aber wir sehen eine Stabilisierung der Wirtschaft auch dort. Wie gut oder wie schlecht ist das Verhältnis aktuell zwischen den USA und China? Wie hat sich das entwickelt in den vergangenen Monaten? Und wie entscheidend wird es auch sein, wer im November neuer US-Präsident wird? Ja, das Verhältnis ist ein Drahtseilakt. Das hat man jetzt auch gesehen von Präsident Xi. Also es gibt natürlich große Spannungen, die sind insbesondere sicherheitspolitischer Natur. Da geht es um Taiwan, da geht es um Gebietsansprüche im südchinesischen Meer. Ausgang ungewiss, vor allen Dingen, wenn Donald Trump rankommt. Der hat schon signalisiert, dass er China gewähren lassen würde im Hinblick auf Taiwan. Mit anderen Worten, er mischt sich nicht ein. Das wäre natürlich äußerst schwierig. Auf der anderen Seite gibt es auch schon Stimmen hier in den USA, die verlautbaren haben lassen, dass es doch oder dass man praktisch ja dann dazu gezwungen wäre, wenn China einen Angriff auf Taiwan starten würde, die Chipfabriken in Taiwan zu zerstören, sozusagen, um China zuvorzukommen. Das ist ein Gleichgewicht des Schreckens wie im Kalten Krieg. Okay, ihr könnt in Taiwan einfallen, aber dann habt ihr nichts davon, weil die Chipfabriken, die überlassen wir euch nicht. Denn damit hätte China einen totalen wirtschaftlichen und militärischen Vorteil. Dankeschön nach New York. Das war die Finanzmarktexpertin und USA-Kennerin Sandra Navidi. Dankeschön. Sehr gerne.